Gut, zum jetzigen Referat und seinem Inhalt sei gesagt, dass es der zweite Teil einer Reihe ist, die mich schon seit längerem beschäftigt, nämlich eine Reihe zur Entwicklung der chinesischen Revolution und Konterrevolution bis in die Moderne. Der erste Teil des Referats fängt im 19. Jahrhundert an und geht bis zur Niederschlagung der chinesischen Revolution 1927, weil ich aber gewisse Entwicklungen einbauen muss in dem, was ich jetzt referiere, muss ich noch einen gewissen Teil vom letzten Referat wiederholen, um da quasi einen sinnvolleren Übergang zu haben. Wenn ihr diesen Teil genauer hören möchtet, dann hört euch auf YouTube, im selben YouTube-Kanal wie das Referat, den ersten Teil an, der wesentlich länger ist und sein wird wie der jetzige Teil. Die chinesische Revolution, die sich entwickelt hat und die stattgefunden hat, kennt drei Phasen der Niederlage. Und diese drei Phasen der Niederlage definieren und bedingen den Charakter des Sieges, in Anführungszeichen, der chinesischen Revolution nach 1945. Das mag sich jetzt skurril anhören, aber diese Ereignisse bedingen sie gegenseitig in folgender Art, weil der Sieg der chinesischen Revolution, den ich aber erst im nächsten Teil adäquat wahrscheinlich erst vorbereiten kann, wo es dann um die endgültige Niederlage der Kuomintang und den Aufbau der sogenannten neuen Demokratie gehen wird, behandeln wird, die hängen miteinander so zusammen, dass der Sieg der chinesischen Revolution nach 1945, der Sieg einer aufständischen Bauernarmee unter Führung einer degenerierten stalinistischen Partei war, während der Sieg der chinesischen Revolution 1927 der Sieg einer proletarischen Revolution ähnlich wie der 1917. Oktoberrevolution gewesen wäre und in Wahrheit das Schicksal des Kapitalismus weltweit besiegelt hätte, weil der Sieg der chinesischen Revolution 1927 nicht nur dazu geführt hätte, dass in China der Kapitalismus aufhört und eine erfolgreiche Diktatur des Proletariats errichtet wird, sondern das endgültig, weil das in einer Phase passiert wäre, wo die Stalinisierung der Sowjetunion, der kommunistischen Internationale und der anderen kommunistischen Parteien nun nicht so weit abgeschlossen war, als dass das nicht eine Rückwirkung so auf die Sowjetunion gehabt hätte, dass es nicht zu einer politischen Revolution, die die stalinistischen Renegaten, Revisionisten, kurz Wichser, nicht wieder vom Erdboden weggefegt hat. Eine weitere Sache, die ich vorweg schicken muss: der Maoismus ist nichts anderes wie ein kruderer Stalinismus in der poetischen Form von Glückskeks-Sprüchen. Auch wenn das jetzt nicht rassistisch gemeint, aber die Art und Weise, wie Mao seine politischen Thesen formuliert, wie in diesem kleinen roten Büchlein, das im Nachhinein rausgekommen ist, ZB, die Macht kommt aus den Läufen der kommt aus den Gewehrläufen oder so, heißt das Zitat. Das ist nichts anderes wie die ultralinke Putsch-Politik, die die KPDSU und die Kommunistische Internationale in Deutschland in der sogenannten dritten Periode durchgesetzt hat. Das ist nichts anderes. Und das muss man gleich vorweg schicken. Und da werden ein paar Illusionen auch über Mao zerstört werden in diesem Referat 3 und analog zu unserem britischen Genossen, jemand, der mir eine Lüge nachweisen kann in diesem Referat, den zahle ich Kistenbier über Mao oder sonst irgendwas. Eine Herausforderung dann an alle stalinistischen Mithörerinnen, wobei innen sind bei denen selten. Gut, zur Niederlage der chinesischen Revolution. Wie hat die begonnen? Die hat damit begonnen, dass Chiang Kai-shek,
in einen Eroberungsfeldzug nach Norden gezogen ist. Warum hat er das überhaupt machen müssen, in den Norden von China einen Eroberungsfeldzug zu ziehen? Weil es notwendig war, das Land so insoweit zu vereinen, weil das Land in unterschiedliche Warlord-Gruppen unterteilt war. Und China zu dem Zeitpunkt 1925, wo diese Kampagne gegen diese Warlords gestartet hat, noch nicht einmal ein vereinigtes Land war. Und die nationale revolutionäre Armee, so heißt die Armee der Kuomintang, also der Nationalisten, hat da eine Offensive in den Norden gestartet, unter anderem Richtung Shanghai, und die war eben sehr erfolgreich. Und man muss dazu sagen, dass zu dem Zeitpunkt an der Spitze der chinesischen kommunistischen Partei, im Gegensatz zu später und zu heutigen stalinistischen und maoistischen Parteien, ein Mensch mit Verstand war, nämlich der Chen Duxiu, der quasi einer der Mitbegründer und genuinsten Führer der chinesischen Revolution und der chinesischen kommunistischen Bewegung und Partei ist und war, und der leicht leaning, also sich leicht angelehnt hat an trotzkistische Positionen, aber lange Zeit nicht den Mut gehabt hat, sich offen gegen die stalinistische Politik aufzulehnen und immer wieder die sauren Pillen der falschen Politik der Dritten Internationale gefressen hat. Das muss man dazu sagen. Und der hat im Zuge dessen, dass wie diese nördliche Armee noch vorwärts geschritten ist, analysiert, da kommt es zu einem Aufstand von Arbeitern in Shanghai gegen diese Warlords, und der hat irgendwie dann gesagt, dass die chinesische Revolution zwei Wege hat. Eine ist, wird geführt vom Proletariat, dann erreicht man das Ziel der Revolution, der eine Weg, und der andere Weg ist, die Revolution wird geführt von der Bourgeoisie, und das heißt, dass die Revolution betrogen wird. Und auch, wenn wir jetzt mit denen, mit der Bourgeoisie kooperieren, man muss dazu sagen, die kommunistische Partei war Teil der nationalen Partei. Also die waren da, haben da quasi Entrismus gemacht, als organisierte Fraktion oder wie auch immer. Man nennt es die Einheitsfront innerhalb sozusagen. Oder obwohl es eigentlich mehr den Charakter einer Volksfront hat. Müssen wir die Macht erobern. Und das hat er beim Zentralkomitee vorgeschlagen. Das ist abgelehnt worden von der damaligen stalinistischen Mehrheit. Und was man hätte machen sollen, wäre gewesen, diese Aktion der Arbeiter in Shanghai zu nutzen, um generell einen Aufstand zu machen und die Macht zu erobern. Genau. Und mit dem Voranschreiten von dieser Armee ist er zu Streiks in Shanghai gekommen. Also die Shanghai war unter Kontrolle dieser Warlords, muss man irgendwie dazu sagen. Und es ist zu einem Streik gekommen mit so, wo die Slogans und die Forderungen sogar nur in Favor, also in für Chiang Kai-shek, für diese nördliche Expedition und so weiter waren, weil es eben so ein generelles nationale Einigungs gemeinsamer Prozess war. Und das ist aber von den Warlords in der ersten Phase nun niedergeschlagen worden. Und der Chiang Kai-shek hat irgendwie verstanden, dass so ein Aufstand und die generelle Bewegung der Massen für ihn ein massives Problem ist, und hat deswegen auf den linken Flügel der Kuomintang, den es auch noch gegeben hat, und auf die kommunistische Partei Angriffe gestartet. Wie hat er das gemacht? In den Gegenden, wo er die Gebiete kontrolliert hat, hat er geschaut, dass es Gangsterattacken auf Gewerkschaften, Arbeiterorganisationen, Bauern, Assoziationen und so weiter gibt, wo man die Leute teilweise nicht nur attackiert und die Hauptquartiere zerschlagen hat, sondern auch die Leute teilweise umgebracht. Und, aber man muss sagen, es hat in diesen Fällen dann sogar
Selbstverteidigung der Arbeiter und Bauern gegeben, wodurch dann die Polizei oder die nationale revolutionäre Armee gekommen ist und die quasi neutral entwaffnet hat und sie dann verhaftet hat, diese Gewerkschaft und diese Bauern, die sie gewehrt haben, und dann sind die Gangster gekommen und haben diese Gewerkschaft reorganisiert. Und trotzdem, obwohl das sehr oft vorgekommen ist, hat die Kommunistische Partei unter Führung der Internationale nicht davon loslassen wollen, dass der Chiang Kai-shek, dass man mit denen zusammenarbeiten muss. Man muss dazu sagen, der war Ehrenmitglied der Dritten Internationale. Und 1927 hat die Generale Arbeitergewerkschaft einen zweiten Aufstand losgelöst gegen diese Warlords und hat in 2 Tagen die Armee entwaffnet und die Arbeiter haben die Stadt erobert. Und die Kommunistische Partei hat da Slogans durchgesetzt wie Lang lebe die Nationale Revolutionäre Armee, willkommen Chiang Kai-shek und so weiter und so fort. Und man hat in der internationalen stalinistischen Presse geschrieben, dass das quasi der Beginn der chinesischen Kommune im Sinne von Pariser Kommune ist. Und dass das der erste Schritt zur Befreiung der Arbeiter auf der ganzen Welt ist. Das steht ist in der Roten Fahne in Deutschland oder in La Humanité in Frankreich drinnen gestanden. Das sind die stalinistischen Zentralorgane dieser Zeit gewesen in die jeweiligen Länder. Und genau. Und was ist irgendwie währenddessen passiert? Während das Shanghai-Proletariat gekämpft hat, hat der Chiang Kai-shek bewusst seine Armee stehen lassen und hat irgendwie gehofft, dass sie die Warlords und die Kommunisten und Arbeiter gegenseitig so massakrieren, dass er nur mehr die Überreste bekämpfen muss vor den Gewinnern. Und das Lustige ist, dass die Arbeiter die Stadt haben halten können gegen diese Warlords, nachdem sie es ausgekaut haben, und dann aber spontan erklärt haben, dass sie nicht wollen, dass der Chiang Kai-shek in die Stadt reingeht, obwohl die kommunistische Partei bereit gewesen wäre, sie sofort unterzuordnen und diesem Chiang Kai-shek zu ergeben. Und da hat er gewusst, er kann nicht mehr länger warten, als wie die Shanghaier Arbeiter gewonnen haben. Und das Exekutivkomitee der Dritten Internationale hat sofort ein Telegramm an die Kommunistische Partei China gesetzt, dass man jede Auseinandersetzung mit Chiang Kai-shek unterlassen soll und dass Waffen aufgegeben und die Kontrolle an die Armee gegeben werden soll. Und am 26. März ist der Chiang Kai-shek in die Stadt gegangen und am 28. März ist, wie sagt man, Ausnahmegesetze, Militärstandrecht eingeführt worden. Und der Chiang Kai-shek wollte dann nochmal verdecken, irgendwie, was er vorhat. Er hat dann nämlich einen linken Führer, den Wang Jingwei, der Kuomintang. Also so der die rechte Kuomintang geben, das waren so Militärs, Söhne und Offiziere, der enge Verbindung zu den Großgrundbesitzer gehabt. Dann hat es einen linken Flügel gegeben, das waren so kleinbürgerliche Händler, klar und größere Industrielle, so ein bisschen der liberale linke Flügel in Anführungszeichen, aber auch teilweise Arbeiter, Bauern und so verlumpte Kleinbürger, die dort irgendwie diesen linken Flügel ausgemacht haben und die so eher die Vision einer demokratischen Republik gehabt haben. Und dann hat es nur die Kommunistische Partei gegeben, die auf die Arbeiter und Bauern orientiert hat. Und der hat eben diesen Wang Jingwei eingeladen und hat geschworen, er wird sich der linken Kuomintang und dieser Wuhan-Regierung unterordnen. Und eigentlich war das ein total offensichtliches Manöver, aber ihm wurde halt geglaubt, weil sowohl die Kommunisten, die Dritte Internationale, als auch diese linke Kuomintang ihm glauben wollten. Und Trotzki hat ans Zentralkomitee in kompletter Antithese zu Stalin geschrieben, dass ohne die agrarische Revolution zu verfestigen und zu vertiefen, ohne dass die Sowjets
dass da auf Schritte nach vorwärts in Richtung einer revolutionären Situation getan werden, dass es einen chinesischen bonapartistischen Putsch geben wird vom Offizierskader. Das war am 31. März. Die stalinistischen Mehrheiten in die diversen Gremien haben das abgelehnt und haben gemeint, nicht die Bourgeoisie ist hinter diesen reaktionären Aktivitäten, sondern die feudalen Kräfte. Und die sind in Wahrheit der Feind und nicht der Chiang und die nationale Volksarmee. Genau. Und der Trotzki hat am 3. April nur mal geschrieben, der ist unveröffentlicht, der Artikel, dass man dadurch, dass man sich der Disziplin der Kommunitang unterwirft, man nicht ein Attraktionspol für nicht nur militante Arbeiter sein kann, aber auch für Elemente innerhalb der Kommunitang, die eventuell auf die Seite der KP wechseln würden und mit denen man tatsächlich eine Revolution hätte umsetzen können. Und in Wahrheit, während man immer versucht hat, diesen Chiang Kai-shek zu besänftigen und sie dem weiter unterzuordnen, hat man ihn in Wahrheit dazu ermutigt, einen Militärputsch zu machen oder die Grundlagen dafür noch mehr geschaffen, weil einfach Schwäche zur Aggression einlädt. Und genau. Und am 6. April haben die Kommunistische Partei und die Kommunitang ein gemeinsames Manifest in Shanghai herausgegeben, dass es Konterrevolutionäre außerhalb und innerhalb von China gibt, die die falschen Gerüchte streuen, dass die Führer der Kommunitang einen Krieg gegen die Kommunisten führen wollen und dass sie die Gewerkschaften unterdrücken und so weiter und so fort. Und die Militärorganisationen in Shanghai haben deklariert, dass sie sich der Kommunitang und deren zentralen Gremien unterordnen und dass man diese Unterschiede und Differenzen quasi freundschaftlich lösen kann. Und es gibt keine Grundlage für diese Gerüchte, dass es irgendwelche Schläge gegen die kommunistischen Parteien gibt. Genau, was war am 10. April? Am 10. April hat sogar eine Division der Armee von Chiang Kai-shek gegeben, die dem ZK, der kommunistischen Partei China, vorgeschlagen hat, wir bleiben in Shanghai und wir verteidigen euch gemeinsam mit den Arbeiter, weil es ist ein Militärumsturz in Vorbereitung. Und die Führer der kommunistischen Partei, auch innerhalb von diesem etwas klügeren Chen Jushu, haben gesagt, nein, wir wollen keinen zu frühen Konflikt mit Chiang Kai-shek. Und am 12. April ist die Nationalrevolutionäre Armee gemeinsam mit anderen Gangsterelementen, Lumpenproletariat und mit der Unterstützung ausländischer Behörden in Shanghai einmarschiert und hat begonnen, tausende Kommunisten und ihre Sympathisanten abzuschlachten. Man hat de facto sofort jeden Arbeiter auf uns, also an Ort und Stelle exekutiert, der nur irgendwie Widerstand geleistet hat. Oder alle Arbeiterorganisationen und Gewerkschaften sind illegalisiert worden. Und diese Niederlage in Shanghai war eine Niederlage in ganz China. Man hat in Amoy, Canton, Fuzhou, Ningpo und Shantou, andere größere Städte in China zu dem damaligen Zeitpunkt, auch niedergeschlagen. Und es hat dann einen nicht deklarierten Bürgerkrieg gegen die armen Bauern, gegen die Arbeiter und gegen alle deren Organisationen gegeben. Das ist sogar so weit gegangen, dass man alle Frauen mit kürzeren Haar und nicht abgebundene Füße auch sofort abgeschlachtet hat, weil man die als Kommunistinnen umgebracht hat. Und weil in China war lange Zeit das Abbinden von Füßen von Frauen irgendwie üblich, als irgendwie ein Schönheitsideal war und das hat zu massiven Verkrüppelungen geführt. Und in die Gebiete, wo irgendwie die Kommunisten was zum Sagen gehabt haben, hat man das irgendwie abgeschafft. Genau. Und ein junger stalinistischer Funktionär, der Rafael Kitarov, hat selbst geschrieben, ich übersetze es jetzt Woolley aus dem Englischen, der Shanghai-Putsch hat klargemacht, also jedem klargemacht, dass die
Bourgeoisie sich zurückzieht von der Revolution. Und man muss dazu sagen, nicht einmal in der Phase hat man irgendwie zugeben können, dass die Bourgeoisie offen konterrevolutionär war. Man hat gesagt, sie zieht sich von der Revolution zurück. Indem man tausende Kommunisten umbringt, zieht man sich von der Revolution zurück. Das ist wirklich einer der Höhepunkte von stalinistischer Geschichtsschreibung. Und trotzdem haben Stalin und das Exekutivkomitee der Dritten Internationale dann gesagt, na, wir vertrauen aber auf die gemeinsame Kraft der Kommunitaren und der kommunistischen Partei, weil es gibt ja nur die linke Kommunitaren mit der Wuhan-Regierung und das ist jetzt eh super, dass der Chiang Kai-shek den Putsch gemacht haben. Die haben das dargestellt wie ein positives Ereignis. Weil jetzt ist der Weg frei für die demokratische Diktatur der Arbeiter und Bauern und haben einfach völlig ignoriert, dass eine Konterrevolution in Shanghai stattgefunden hat, die nicht nur irgendwie die feudalen Elemente und die nördlichen Warlords stattgefunden hat, sondern vor der Bourgeoisie, wo Stalin und Bukharin erklärt haben, die würden niemals die Revolution betrügen. Und die haben das so dargestellt, jetzt sind endlich die schlechten Elemente aus der Kommunitang weg, weil der Chiang Kai-shek einen Putsch sowohl gegen die linke Kommunitang als auch gegen die kommunistische Partei gemacht hat. Und man hat sich jetzt auf diese linke Kommunitang-Regierung gestützt. Man muss sich China als sehr zersplittertes Land vorstellen, wo jede Region unter einer anderen Kontrolle ist. Und hat am 5. Kongress der kommunistischen Partei in Wang Jingwei als Ehrengast gehabt. Und der Kongress, das muss man auf die Zunge zergehen lassen, hat den Chen Zhu-shu wieder als Generalsekretär gewählt, aber hat gesagt, er ist schuld am Desaster in Shanghai. Genau. Und man muss dazu sagen, zum Zeitpunkt ist noch immer eine Bauernrevolte in Gang gewesen, die irgendwie selber Land besetzt haben und verteilt haben und so weiter und so fort. Und genau. Und der Slogan dieses Kongresses war: Lang lebe die Kooperation des Kommunismus mit den drei Prinzipien von Sun Yat-sen bis zum Ende. Ja, das physische Ende vieler Delegierte von diesem Kongress ist schneller gekommen, als sie das wahrscheinlich vorgestellt haben. Weil nämlich, als die Bauernbewegung in Hunan und Hubei am Höhepunkt zum selben Zeitpunkt gekommen ist, hat sich die kommunistische Partei auf diese linke, scheinbar linkere Kommunitang-Regierung gestützt und hat aktiv für Ordnung im Sinne dieser Regierung gesorgt und hat dann Bauernbefreiung und Landverteilung verhindert. Die Slogan, dieselben Regeln sind irgendwie keine agrarische Revolution, keine Antikommunitang-Agitation, keine Provokationen, keine Exzesse. Und man hat einfach formell eine klassenkollaborationistische Politik gemeinsam eingeführt. Und man ist sogar in diese Regierung eingetreten. Mit zwei Ministern. Und das muss man nämlich mit dem Minister für Agrarisches und für Arbeit. Also genau da, wo man gegen seine eigene Klasse vorgehen muss. Nämlich gegen die armen Bauern, indem man die Landverteilungen verhindert und gegen die Arbeiter in die Städte. Und die agrarische Frage ist immer wichtiger geworden. Weil eben die Bauern immer weiter radikaler wurden, sind eigenständig Enteignungen durchgeführt haben. Und diese Exzesse sind mit immer mehr Gewalt niedergeschlagen worden. Und es ist aber immer untragbarer für die linke Kommunität geworden, dass das überhaupt passiert. Genau. Und was ist irgendwie passiert? In Changsha hat dann der erste konterrevolutionäre antikommunistische Schlag der linken Kommunitang-Regierung stattgefunden. Changsha ist die Hauptstadt der Provinz Hunan mit so ca. 250.000 Einwohnern, also ein chinesisches Dorf quasi.
Da hat die Kommunitang-Armee 1700 Soldaten gehabt und die Arbeiter- und Bauernarmee-Bataillone 20.000. Und als die linke Kommunitang-Generäle einen antikommunistischen Schlag machen wollten, haben die die Stadt erobert, haben einfach die Armee verdrüben und die kommunistische Partei hat dann diesen Arbeitern befohlen, sie sollen sich jetzt sofort wieder dieser Regierung in Wuhan unterwerfen und genau. Und dann hat irgendwie das Militärkommando in Changsha wieder die Macht übernommen und hat sofort die führenden Aktivisten sofort erschießen lassen. Also das war die Einheitsfront und der Entrismus und der Einheitsfront wieder in Anführungszeichen, der da stattgefunden hat. Also das ist die vorausschauende Politik des Stalinismus. Genau. Und am 8. Plenum des Exekutivkomitees der 3. Internationale vom 18. bis 30. Mai hat man noch immer gesagt, auf keinen Fall darf die kommunistische Partei die Kommunitang verlassen. Nichts gelernt aus dem Shanghai-Putsch, hat noch immer behauptet, die Revolution war bürgerlich und antiimperialistisch. Und genau. Oder um es mit Kitarov zu sagen, man dachte nicht daran, die Bourgeoisie zu verlassen. Und wie hat sich Mao zu dieser Zeit verhalten als Führer, also als Vorsitzender der Föderation der Bauerngewerkschaften? Hat er eine extrem rechte Position eingenommen, auch innerhalb der Führung der Kommunistischen Partei. Und hat einfach die Politik, dass man die Bauern an der Verteilung und Vergesellschaftung von Land aufhält, hat er sich voll beteiligt. Und er hat wirklich, ja, genau. Und innerhalb der Partei haben nur der Chen Chushu und ein gewisser Peng dafür argumentiert, dass man die Kommunitang jetzt verlassen muss. Und aber die Konterrevolution ist einfach sehr rapide vorangeschritten und wenig überraschend haben sie die linke Kommunitang und der Chiang Kai-shek einigen können und es ist dann das passiert, dass man ein Ultimatum am 3. Juli 1927 ausgeschickt hat an die kommunistische Partei. Wo es darum gegangen ist, dass alle kommunistischen Parteimitglieder sofort vor ihre Posten zurücktreten müssen, sonst werden sie bestraft und genau jetzt haben irgendwie die Militärunterstützer dieser Wuhan-Regierung den nächsten mörderischen Putsch gegen die Kommunisten gemacht, haben so viel umgebracht und verhaftet, wie sie haben finden können. Und so schnell ist es also gegangen, dass Leute, die der Stalin als Bannerträger der anti-imperialistischen nationalen Revolution noch genannt hat, sie in die Schlechter von Shanghai, Changsha und jetzt Wuhan verwandelt haben. Und das Desaster der Politik der kommunistischen Internationale, die das erzwungen hat, weil die chinesische kommunistische Partei bis zu einem gewissen Grad auch materiell abhängig war von der Unterstützung aus der Sowjetunion, hat allein der Chen Jiushu gekriegt, weil der Generalsekretär war zu dem Zeitpunkt, obwohl er gegen die Politik war, und das ZK der chinesischen Partei. Um ja, und das ist dann extrem bizarr geworden. Dass man gesagt hat, nein, wir treten jetzt nur von der Kommunitang-Regierung zurück, aber nicht von der Kommunitang. Während
die Kommunitang einen selber verhaftet und abschlachtet, tritt man nicht aus der Kommunitang aus. Und während die Kommunisten eine große Show draus gemacht haben, wir treten jetzt aus dieser Regierung zurück, war die Wuhan-Regierung schon recht fleißig dabei, die Kommunisten rauszuwerfen, zu entwaffnen, zu verhaften, zu durchschießen. Das hat der Bukharin sogar verlauten lassen, dass man das Kuomintang-Banner jetzt selbst trägt und mit dem quasi die Revolution verteidigt. Genau. Und dann sind zwei neue Leute von der Dritten Internationale nach China geschickt worden, der Besso Luminaze und der Heinz Neumann, wo man eine außerordentliche Konferenz abgehalten hat, ein neues ZK gewählt hat, die Führung der Kommunistischen Partei Schuld am Desaster gegeben hat und gesagt, man muss jetzt versucht, putschistische Aufstände in Nanchang und Kanton zu organisieren. Ohne jegliche Diskussion mit den Vertretern der Kommunistischen Partei hat dann das Provinzkomitee von Hunan endlich diese Morde an Bauern und so weiter rächen wollen und die Überbleibsel, also während man gerade die ärgste Niederlage erlitten hat, hat man dann am 4. in Nanchang zum Angriff geblasen. Genau. Und man hat dann vor einer ultra-opportunistischen Linie, die es da gegeben hat zu dem Zeitpunkt, nämlich komplette Unterordnung unter die Bürgerlichen, ist man auf eine ultralinke Linie übergeschwappt. Man hat den Zhu Jiupai, der ihm bereit war, das umzusetzen. Und der gewisse Panzow behauptet, dass der Mao bei diesem Treffen dabei war, in Unterstützung dieser neuen Linie gesprochen hat und eben von da dieser Satz kommt, dass die politische Macht aus den Gewehrläufen kommt. Genau. Und was ist dann in weiterer Folge passiert? Über ganz China, in allen Gebieten, die die Kuomintang kontrolliert hat, hat es Massenmorde an Kommunisten und Aufständischen und Aktivisten gegeben. Man kann sagen, es hat mindestens 25.000 tote Kommunisten gegeben. Man hat dann eben später versucht, in einer Art putschistischen Politik den Überopportunismus mit einem Über-Ultralinkstum irgendwie zu korrigieren. Und man hat einfach die Perspektive nach China gebracht, also in einer Zeit der ärgsten Konterrevolution, dass jetzt eine revolutionäre Situation herrscht. Und genau. Und das war der zweite Teil der endgültigen Niederlage der chinesischen Revolution. Ich werde dann gleich sagen, wie das weitergegangen ist. Nur man muss dazu sagen, das beweist einfach die Richtigkeit der leninschen Position und Politik, dass in kolonialen und semikolonialen Ländern die Hauptaufgaben einer bürgerlichen Revolution nicht unter der Führung einer nationalen Bourgeoisie stattfinden können, weil die eben so eng verwoben mit den Grundbesitzern und den Imperialisten sind, dass sie da keine eigenständige Rolle spielen können. Und es beweist da die Grundlage der permanenten Revolution, dass die Interessen der Imperialisten, der Kompadatoren, also der nationalen Bourgeoisie, der nationalen Kapitalisten und der Grundbesitzer viel stärker miteinander verwoben worden als die Interessen der Bauern und der Arbeiter und dieser sogenannten nationalen progressiven Bourgeoisie, die immer diese Revolutionen verraten hat und verraten wird. Was ist dann passiert, um die Niederlage
der chinesischen Revolution endgültig zu machen. Was hat dann die Politik endgültig machen wollen? Mit der Führung von Zhu Jiupai und den Repräsentanten des Exekutivkomitees der Dritten Internationalen, Luminatze und Neumann, hat jeder Sinn für die Wirklichkeit die Politik der Kommunistischen Partei und der Stalinisten verlassen. Also das ist ungefähr so surreal wie Postmodernismus und Antideutschtum heute. Also Salvador Dalí hätte sich gefreut, wenn es ein Bild gewesen war, was die gemacht haben. Jede Niederlage ist als Fortschritt und als Sieg verkauft worden. Der Putsch von Chiang Kai-shek 1926 hat die Revolution auf eine neue Ebene gehoben, genauso wie das Shanghai-Massaker vom April 1927. Zu der noch höheren revolutionären Stufe des Wuhan-Debakels. Und jetzt, durch das Wuhan-Debakel, sind wir in der Aufstandsphase der dritten Periode, der Klassenkampfphase. Also dieser Alice im Wunderland-Approach zur Politik hat dazu geführt, dass man eine Serie von Aufständen künstlich organisiert hat, wo man künstlich von jeder konkreten Situation deduziert hat, abstrahiert hat und einfach immer gesagt hat, dass ganz China überall und insbesondere das Gebiet Kanton reif für Aufstände ist. Genau. Und man muss sagen, man konnte jetzt glauben, jetzt tut dieses Exekutivkomitee der Dritten Internationale nur Scheiße reden. Die ganze Zeit macht ein Fehler nach dem anderen. Wie gibt es das, dass eine sehr kranke, aber noch gesund genug Partei wie die chinesische Kommunistische Partei zu dem Zeitpunkt dann einfach auf das scheißt? Man muss sagen, diese desaströse Politik hat das Ganze nur verschlechtert und den Griff auf die der Dritten Internationale, auf die Kommunistische Partei sogar nur verstärkt. Warum? Weil die einzige Quelle an Unterstützung für Parteimitglieder der Kommunistischen Partei, sprich Essen, Reisen, Kleidung, was man jetzt so für politische Arbeit braucht, nur mehr durch Gelder der Dritten Internationale finanziert werden hat können, die das ganz klar ausgenutzt haben, um die Kontrolle über diese Partei auszuweiten. Und die einfach gezeigt haben, sie sind loyal unter allen Umständen, die haben Schutz und finanzielle Unterstützung gekriegt. Und Kritiker und Oppositionelle wie der Peng Shuqi haben sich selbst ohne Arbeit, ohne irgendwelche Unterhaltsleistungen, sind halt dann da gestanden und waren auch in der konstanten Gefahr, verhaftet zu werden und erschossen zu werden, also von der Kommunitang. Es hat dann auch später Fälle gegeben, wo es Verdächtigungen gegeben hat, dass wie sie eine kurze kleine oppositionelle Gruppe gebildet hat und die dann auf einmal zufällig von britischen Offizieren verhaftet worden ist, dass da vielleicht ein paar Hinweise der stalinistischen Führung gegeben hat, wer der Kommunist ist, an die britischen Behörden. Aber das hat sich nicht endgültig klären lassen aus der damaligen Zeit. Und genau, das und die chinesischen Ereignisse waren eigentlich immer Vorgeschmack, was die stalinistische Partei im Vorfeld durchsetzt, nämlich die stalinistische dritte Periode, die formell dann 1928 am 6. Kongress der Dritten Internationale akzeptiert worden ist. Und da war der Slogan, der Weltkapitalismus disintegriert und jetzt gibt es eine revolutionäre Welle, die bald das Ende der kapitalistischen Welt bringen wird. Und deswegen müssen die Kommunisten, die aktiv sind in der Gewerkschaftsbewegung, eigene Gewerkschaften, sogenannte rote Gewerkschaften, gründen. Und das hat einfach in China nur dazu geführt, dass sich die Arbeiterbewegung aufgespalten und massiv geschwächt hat. Und in China hat dieses Abenteuer mit den roten Gewerkschaften de facto die letzte proletarische Basis der Kommunistischen Partei China in die Städte
geführt. Und genau. Mit dieser. Na, dazu komme ich später nochmal. Genau, die Kommunistische Partei unter Führung des Exekutivkomitees der Dritten Internationale hat ein quasi richtiges Large-Scale-Programm für die Zeit der Herbsternte gehabt, weil dort der Klassenkampf am akutesten ist. Und man muss sagen, der Begriff Aufstand trifft es nicht ganz. Es hat da keine Aufstände gegeben, sondern bewaffnete Bataillone oder Gruppen der Kommunistischen Partei haben einen militärischen Angriff auf eine Stadt gemacht und haben die erobert, haben dann die ortsansässigen lokalen Arbeiter und Bauern eingeladen, das mitmachen und die unterstützt. Und genau. Und wer irgendwie die Politik der maoistischen Guerillatruppen in Lateinamerika kennt, dem wird das vielleicht bekannt vorkommen. Die machen das nämlich heute auch noch so, weil es in China so als erfolgreich herausgestellt hat. Und weil man der Meinung war, dass es für. Aber in China ist zwar ein revolutionärer Aufschwung, der Weltkapitalismus wird untergehen in dieser dritten Periode, aber wir sind trotzdem nicht bereit für nationsweiten Aufstand. Deswegen haben sie das beschränkt auf 4 Provinzen, Hubei, Hunan, Jiangxi und Guangdong, mit einem extremen Schwerpunkt auf Hunan, weil dort die Bauernbewegung am radikalsten war. Man muss aber sagen, unter Ignorieren jeder konkreten Situation hat gerade in Hunan der schlimmste reaktionäre und konterrevolutionäre Terror stattgefunden. Und deswegen war das natürlich weniger erfolgreich und wir haben diese Aufstände ausgeschaut. Die haben irgendwie Kader, die sie in die Hügel versteckt haben, ausgelöst. Und beim Rückzug, wie sie die zurückziehen haben müssen, weil die Nationalrevolutionäre Armee und die Weißen gekommen sind Bauern dann umgebracht worden für das, dass man nichts erreicht hat. Und man muss sagen, dadurch, dass die Kommunistische Partei so schlecht überhaupt vorbereitet war und dann natürlich auf so einen radikalen Umschwung, wo wir uns der Kommunitang unterordnen, wir machen jetzt Aufstände überall, waren die teilweise nicht einmal waffenfähig und sind auch dadurch, dass sie so lange Teil der Kommunitang waren, dem Misstrauen der Bauern dort ausgesetzt gewesen. Weil wenn man permanent sagt, na, keine Exzesse, keine Provokationen, dann schnips zum revolutionären Aufstand aufruft, dann ist man halt unglaubwürdig. Und diese Aufstände waren so isoliert und unter so schlechten Bedingungen, dass es die Partei immer weiter vor den Massen isoliert hat. Was war irgendwie der erste Aufstand? Am 1. August 1927 in Nanchang hat man militärisch die Stadt erobert. Dann hat man das Banner der Revolutionären Komitees aus Kommunitang, nur immer, und Kommunisten aufgestellt. Man hat also de facto einen Kommunitang-Aufstand gegen die Kommunitang gemacht, wieder mal. Und genau. Und dann hat man die Stadt wieder evakuieren müssen, damit es nicht zu einem Gefecht mit der Kommunitang kommt. Das ist jetzt oft Kommunitang, ich hoffe, man versteht es trotzdem. Also, man muss einfach sagen, es haben dort keine Aufstände stattgefunden. Und man hat einfach in mehreren Phasen permanent unerfolgreiche Aufstände und Erhebungen durchgeführt. Genau. Unter anderem auch dann in Changsha, wo der Mao zu spät gekommen ist.
man kann jetzt darüber spekulieren, ob er klug genug war, einzusehen, wie sinnlos das ist und deswegen bewusst zu spät gekommen ist. Und während dieser Phase ist man noch immer unter kommunitären Banner marschiert. Man kann es eigentlich nicht oft nur sagen, wo es einfach komplett die Perspektiven und die politische Linie verwirrt hat. Und das Schlimmste, man hat nicht nur das leninistische Prinzip, dass man einfach seine Fahnen nicht mit dem Feind vermengt und auch mit einem Verbündeten in einer Einheitsfront macht man das nicht, selbst wenn es eine proletarische Partei ist. Nein, man hat sich einfach selber den Bauernmassen so dargestellt, das war das ein Kampf zwischen linker und rechter Kommunitaren, die ja selber wiederum immer nur Bauern niedergeschlagen haben. Man hat sich also komplett isoliert. Diese ganzen Aufstände sind nach ein, zwei Tagen des Erfolges wieder niedergeschlagen worden. Das waren lauter militärische Fiaskos und Abenteuer. Und die paar militärischen Bataillone, die man nach dem Debakel von Shanghai gehabt hat, hat man da auch weiter im blinden Abenteurertum zerstört. Und als klar war, dass das irgendwie scheitert, ist der Tan Pingshan ausgeschlossen worden und nicht irgendwie die Leute, die irgendwie die Politik umgesetzt hat. Und mit was für einer Begründung hat man diesen Tan Pingshan ausgeschlossen? Er schürt, natürlich ganz im Gegensatz zur stalinistischen Führung, Illusionen in die linke Kommunität geschürt. Also, hat aber nur selber verlautbart, unter gewissen Umständen können Aufstände unter dem umgekehrt und hat dann selber gesagt, jetzt können die Aufstände nicht mehr unter Kommunitangbanner stattfinden. Und der Otto Braun, das ist auch ein Kommunist, der da vor Ort war, der in der chinesischen kommunistischen Partei aktiv war, hat dann beschrieben, dass kleinere Gruppen von Basismitgliedern, die das überlebt haben, in schwer zugängliche ländliche Gegenden, wie zum Beispiel in die Qinghai-Berge oder in die Grenzregion zwischen Hunan und Jiangxi, geflüchtet sind und so eine Art Semi-Banditen-Existenz aufnehmen haben müssen, damit sie nur irgendwie überleben haben können. Am 30. September, das war nach einer zentralen Niederlage eben dieser Aufstände, hat die Pravda berichtet, nachdem die südliche revolutionäre Armee wichtige Erfolge errungen hat, ist es vollkommen klar, dass wir es mit neuem revolutionären Elan in China zu tun haben. Währenddessen sind die kommunistischen Truppen, die Nanchang erobert haben und nach Swatow marschiert sind die komplett aufgelöst worden im militärischen Gefecht. Und genau. In einem letzten Versuch, diese ultralinke Politik aufzugeben und den versuchten Kantoner Aufstand abzublasen, haben der Peng Shuxi und der Cheng Dushu ans Zentralkomitee der chinesischen Partei geschrieben, haben demokratische Forderungen aufgestellt, wie 8-Stunden-Tag, dass man ein defensives Programm aufstellen muss, um so irgendwie zu retten, was zu retten ist. Genau. Das ist abgelehnt worden. Genau. Und die Führung der kommunistischen Partei rund um Zhu Jiubei und diesen Luminaze, der da von der Dritten Internationale dort war, haben blind das akzeptiert, dass eine revolutionäre Welle ist, die weitergeht, und haben einfach weiter dramatisch schlimmere, also wie sagt man, radikalere und entschlossenere Handlungen von der chinesischen kommunistischen Partei eingefordert.
Und das hat dazu geführt, dass zu einer weiteren blutigen Niederlagen bei dieser Militärangriff in Kanton gekommen ist. Ohne irgendeinen Bauernaufstand, während die Massen sich nur vom im proletarischen Massen die Städte nur immer vom Shanghai-Massaker erholen, also quasi nur nicht erholt haben, mit tausenden Kuomintang-Soldaten nahe Kanton hat die Dritte Internationale darauf bestanden, dass der Aufstand vom 11. bis zum 14. Dezember 1927 stattfinden muss. Das war vielleicht deswegen, weil zu dem Zeitpunkt der 15. Kongress der russischen Partei stattgefunden hat und der Stalin einfach Erfolge gebraucht hat, um gegen die Opposition hervorzugehen und zu sagen, schaut, unsere Politik ist so erfolgreich. Man hat zu einem Generalstreik aufgerufen, den 7000 Arbeiter für nichts mit einem Leben bezahlt haben, nur um eine schöne Atmosphäre für den stalinistischen Kongress zu bieten. Der Ye Ting, ein kommunistischer Offizier, hat über diesen Aufstand geschrieben: Die Massen haben nicht teilgenommen am Aufstand. Die Arbeiter haben uns das Licht abgedreht, so, deswegen haben wir im dunklen Abend arbeiten müssen. Die Flusssoldaten haben sich selbst erbärmlicherweise dem Dienst der Weißen unterstellt. Die Arbeiter von Hongkong und Kanton Hankou, der Kanton- und Hankou-Linie, haben Telegramme des Feindes und ihre Soldaten transportiert. Die Bauern haben uns nicht geholfen, indem sie die Zugschienen zerstört haben und haben nicht versucht, den Feind davon abzuhalten, Kanton zu organisieren. Die Arbeiter in Hongkong haben nicht die geringste Sympathie für den Aufstand gezeigt. Am 14. Dezember ist die Kantoner Kommune komplett ausgelöscht worden in einer Welle von weißem Terror. Man hat die Stadt Kanton 4 Tage kontrolliert, was die Prawda als Sowjetregierung in Kanton hergestellt, betitelt hat und als genau als erfolgreichen Aufstand. Und man muss sagen, der Kantoner Sowjet, die Kantoner Kommune, war eine stalinistische Fiktion, um einen gescheiterten Putsch zu verbergen. Was muss man jetzt irgendwie über Sowjet sagen, was eine wichtige politische Lehre ist von dem Referat, was ist ein Sowjet? Ein Sowjet ist vor allem ein Organ, gewählt von einer weitesten Schicht von Arbeiter, Bauern und Soldaten in Zeiten eines revolutionären Aufstandes, wo diese Sowjets aus einer Massenbewegung entstehen. In welcher Form? Von Streikkomitees, Aktionskomitees, Bauernligen und anderen Vertretungsorganen. Die Sowjets führen dazu, dass die breitesten Schichten der Massen organisch von dieser Massenbewegung in Aktion gebracht werden, ihren Willen direkt ausdrücken und diese Selbstaktivitäten erziehen die Massen durch direkte Aktion, bilden die Trainingsgrundlage, die die Massen zu einer Revolution und zur Übernahme der Staatsmacht führen. Und dieses Konzept ist unter Stalin und in der chinesischen kommunistischen Partei komplett verschwunden. Man hat einfach per bürokratischen Beschluss Sowjets erklärt und genau. Und da hat es einfach keine Beteiligung der Massen und Vertrauen in die Massen gegeben. Und in Wahrheit, was passiert ist, man hat einfach die Uniform eines Sowjets angezogen und hat einfach dann, der Sowjet hat dann zuschauen müssen, wie ein zum Untergang verurteiltes Abenteuer stattfindet. Und man muss einfach sagen, durch die vorige falsche Politik war die Bewegung, die Massen auf keinen Fall so in irgendeiner Art und Weise objektiv dazu fähig, Sowjets zu starten. Die Kommunistische Partei und das Zentralkomitee haben
etappentheoretische Konzeption der chinesischen Revolution gehabt. Zuerst kommt die bourgeoise demokratische Revolution gegen den Imperialismus und dann kommt irgendwann die sozialistische Revolution. Und da hat man die Sowjets so entstehen müssen, dass das nur mehr ein Instrument der Partei ist und nicht mehr ein Massenorgan. Und wenn es genuine, ehrliche Sowjets zum Beispiel in die Jahre 1926 bis 1927 gegeben hätte, dann hätte ich genau eins gesagt: Wir wollen die Landverteilung und dass man den Großgrundbesitzern das Land aus den Händen reißt. Und das hat man halt nicht zulassen können und deswegen haben wir diese Sowjets nie eine Rolle gespielt. Und der Luminaze, der in China von Juli bis September 27 war, Dezember 1927 war, hat treuestens die stalinistischen Befehle ausgeführt und ist dann für das Desaster verantwortlich worden. Es hat dann einen neuen Mann in Pawel Miw in China gegeben. Stalins neuer Mann in China. Der Luminaze ist in Ungnade gefallen und hat sich selbst umgebracht, damit er sich nicht selbst verteidigen muss in den Moskauer Schauprozessen. Der Miw ist 3 Jahre nachdem sich der Luminaze selber umgebracht hat, exekutiert worden. Was war irgendwie die Lehre, die man am 3. Jänner durch das Politbüro der chinesischen Kommunistischen Partei gezogen hat? Nur feige Opportunisten können einen solchen Aufstand verfrüht nennen. Einen Putsch. Der Kantoner Aufstand Mitte Dezember war ein unabwendbarer Ausfluss aus der Entwicklung des Klassenkampfes als Ganzes und der Konjunktur der objektiven Bedingungen. Diese Analyse war völlig in Übereinstimmung mit den materiellen Fakten. Man kann sich selber denken, wie weit es nach dem, was ich gesagt habe, wie weit es der Realität entspricht. Und man hat einfach alles ignoriert, hat behauptet, dass die revolutionären Kräfte nicht vernichtet worden sind, sondern dass sie weiter steigern. Und genau. Und hat gemeint, die Frage der Sowjetmacht ist jetzt akut und drängend. Und das ist jetzt an der Tagesordnung. Und es hat dann den 6. Kongress der Kommunistischen Chinesischen Partei gegeben. Der hat glücklicherweise in Moskau stattgefunden. Damit hat man die Kontrolle nochmal erhöht. Und hat die ganze alte Führung dafür verantwortlich gemacht, was passiert ist. Hat einen neuen Stil der Bolschewisierung durchgesetzt, hat so diese Art stalinistische Selbstkritik eingeführt. Was ist das? Wie hat man das umgesetzt? In einer leninistischen Partei muss die Minderheit zwar der Mehrheit dann in der praktischen Tat nachfolgen, aber ihre Ansichten werden akzeptiert. Sie haben nur immer die Möglichkeit, die Mehrheit von ihrer Position zu überzeugen. Wie ist es in einer stalinistischen Partei? Man muss dann öffentlich von seiner falschen Meinung Abstand nehmen, sich selbst wie im christlichen Mittelalter mit der Peitsche quasi verbal auf den Rücken hauen. Und genau, so ist es dann passiert. Und man hat gleichzeitig von diesen Fehlern Abstand genommen und hat aber gleichzeitig die Linie gar nicht geändert, dieser dritten Periode, dieser stalinistischen. Und man muss einfach sagen, was da mit dieser Linie passiert ist, ist nicht, dass man sich die konkrete Situation in China angeschaut hat und daraus eine Politik abgeleitet hat, sondern nein, es ist nur darum gegangen, dass man die Politik in China nach dem ausrichtet, was gerade das Opportunste für die Bürokratie der Sowjetunion ist. Und das hat von Niederlage zu Niederlage geführt in der ganzen chinesischen Revolution. Genau. Und was hat man dann gesagt? Am Kongress unter Leitung des Exekutivkomitees der Dritten Internationale
hat man gesagt, was man jetzt braucht, sind Bauern-Sowjets als Stützpunkte in den ländlichen Regionen, um die Städte zu umkreisen und zu erobern. Und das hat man irgendwie unterschiedlich interpretiert. Der Mao hat den Schwerpunkt darauf gelegt, Basen am Land zu bauen, während der Li Lishan, der dann später Führer der Kommunistischen Partei geworden ist, gemeint hat, man muss die Städte, eher auf die Städte dann angreifen von außen. Und Maos Strategieinterpretation ist dann später als von der Peripherie ins Zentrum so definiert worden. Und das war der nächste Schritt dazu, diese ganzen Niederlagen zu verbergen und das, dass man völlig gescheitert ist, das urbane Proletariat irgendwie zu gewinnen. Die Kommunistische Partei hat sich in Auflösung befunden. Bis zum Ende von 1928 hat die Rote Armee in China nirgends mehr irgendwie sein können, ist verfolgt worden, ist nie lang wo geblieben. Der Mao hat versucht, in der Jiangxi-Hunan-Grenzregion ein Zentrum an Sowjets aufzubauen. Diese Sowjets haben, wie gesagt, nichts mit Sowjets zu tun. Das waren quasi einfach so eine Art Militärbasen, die man Sowjets und Regierung genannt hat. Und dort, wo diese Rote Armee hingekommen ist, hat es bis zu einem gewissen Grad fortschrittliche Bauernbewegungen und Befreiungen und Landverteilungen und Steuererleichterungen gegeben, aber dadurch, dass man nie so lang das Gebiet gehalten worden ist, hat das nicht wirklich lang gehalten. Aber man hat zumindest eine gewisse soziale Signifikanz bekommen. Genau. Und dieses Landprogramm, das man da umgesetzt hat, das der Mao dann später noch weiter südlich an der Jiangxi-Fujian-Grenzregion errichtet hat, war relativ radikal und revolutionär. Alle alten Steuerbehörden werden zerstört. Die Kuomintang-Offiziere, Militärleute, Großgrundbesitzer, Adelige und so weiter sind dabei getötet worden. Es hat der Politik keine Rente, also keine, wie sagt man, keine Abgabe an den Großgrundbesitzer, keine Steuern an die Kuomintang-Behörden und keine Schulden sind irgendwie implementiert worden. Und es hat eine gewisse Landverteilung gegeben. Und man darf diese progressive Natur dieser Sachen einfach nicht unterschätzen, obwohl das in einer degenerierten stalinistischen Ort passiert ist. Und der Chiang hat in der Zwischenzeit Nanjing erobert, also Chiang Kai-shek, und hat gesagt, es gibt jetzt eine einheitliche, allgemeine chinesische Regierung. Was war dann die Li Lishan-Linie? Man hat einfach diese ultralinke Linie weiter verfolgt. Man hat sie damit vom Proletariat weiter entfremdet und isoliert und de facto seine gesamte proletarische Basis zerstört. Genau. Ich glaube, da kann. Und man muss einfach sagen, es hat dann den Versuch gegeben, unter anderem in Shanghai wieder Aufstände zu machen. Und dann gleichzeitig aber in Shanghai irgendwie versuchen, da was zu machen. Man hat irgendwie gesagt, man macht jetzt eine gesteigerte Agitation vom 1. Mai weg bis zum 30. Mai. Und dann hat man einen Generalstreik, der die Revolution startet. Und man muss einfach sagen, die einzelnen Taten der kommunistischen Parteimitglieder waren extrem heroisch, aber selbstmörderisch waren. Und man hat einfach immer versucht, irgendwie einen Aufstand zu finden, irgendwo, wo man anknüpfen kann. Es hat aber nichts gegeben und das hat dazu geführt, dass extrem viel Kommunistinnen und Kommunisten verhaftet und umgebracht worden sind. Und man hat dann versucht, Wuhan wieder zu erobern und man hat dann gemeint, wenn man das militärisch erobert, dann wächst es über in eine chinesische sozialistische Revolution umzuschlagen. Und
man muss sagen, diese ganzen Jahre, revolutionären Jahre, haben ganz schön viel lokale, ländliche Führer und Kader hervorgebracht, die die Konterrevolution nicht komplett zerstören hat können. Und auch viel revolutionäre Arbeiter haben sie am Land vor den Militärs versteckt. Und eine gewisse kleinere Waffenanzahl hat man sie zusammensammeln können und dadurch sogar Guerilla-Trupps aufbauen können. Und deswegen hat es trotzdem nach der Niederlage dieser Revolution oft Gegenden gegeben, wo die Kommunisten an der Führung waren, die komplett isoliert wurden und wo die bewaffneten Bauern eben Großgrundbesitzer, so Miethaie und reiche Bauern vertrieben haben können. Zum Beispiel hat es in Heilongjiang in der Guangdong-Provinz so eine Region gegeben und der Li Lishan hat ja geglaubt, man kann die kombinieren und damit die proletarische Aktivität starten. Und der Li Lishan hat versucht, das zu zentralisieren und diese Armeeführer zusammenzurufen. Der Mao hat irgendwie dagegen gearbeitet, hat seine eigene Konferenz von Rote Armee-Delegierten einberufen und hat gemeint, hat man festgelegt, man baut ländliche Basen auf und man hat da einfach versucht, den Li Lishan zu unterminieren. Genau. Und der Mao hat dann eine eigene Strategie eingeführt. Das war so eine Guerilla-Strategie, wo man sich einfach immer zurückgezogen hat, außer wenn man in der Übermacht, dann hat man diese kommunalen Tanktruppen angegriffen und versucht so aufzureiben. Genau. Und dann hat es dann de facto einen Machtkampf zwischen der Linie von Mao und der Li Lishan-Linie gegeben. Und man hat dann gesagt, die Aufgabe ist, in Shanghai, Wuhan, diesen Komplex zu erobern. Man hat sie in Wuhan gesammelt, hat geglaubt, wenn man sie da sammelt, dann gibt es einen Aufstand aus den urbanen Zentren und man kann das mit revolutionären Streiks zu einem Bürgerkrieg zusammentun. Man hat dann nur geschafft, Changsha zu erobern. Hat da auch so ein Pseudo-Sowjet aufgestellt, wo sie die Massen überhaupt nicht beteiligt haben. Und ohne die Unterstützung der Massen waren das nur militärische Abenteuer. Man hat es dann. Die Changsha ist dann wieder von Kuomintang-Truppen erobert worden, wo 5000 Zivilisten dann umgebracht worden sind. Und man war dann aber nicht in der Lage, Changsha noch zu erobern und man ist nicht einmal annähernd nach Wuhan gekommen, um diese Stadt zu bedrohen. Und man hat dann vom zentralen Exekutivkomitee die ganze Schuld in Chiu Chiu-Pai und im Li Lishan gegeben und man hat ihm schon langsam wieder auf die Abschussliste gestellt. Und man hat ihn dann als Semitrotzkisten bezeichnet ab Oktober 1930 und hat ihn dann de facto politisch kaltgestellt. Eine weitere Linie in der Zeit war eben diese roten Gewerkschaften, ich glaube, das habe ich schon grundlegend erklärt, was das ist. Das hat in China desaströse Auswirkungen gehabt. Die Forderungen, die man in China diesbezüglich aufgestellt haben, sind komplett verhallt. Und die Strategien von Li Lishan und später von Wang Ming waren die Variationen, das war dann der nachherige Führer der Kommunistischen Partei, der Wang Ming, waren einfach dieselben Fehler mit einer unterschiedlichen Linie. Genau. Man hat dann diese Bauern-Sowjets eben aufgestellt in den verschiedenen Gegenden, hat versucht, die zusammenzufassen. Die waren
relativ isoliert und deswegen auch keine Bedrohung und vor wenig Interesse für Chiang Kai-shek und, seine Armeen. Man hat dann die Arbeiter aufgefordert, aus den Städten in diese dörflichen Kommunen zu gehen, was die da auch gemacht haben, weil das einfach lebensgefährlich war für Arbeiterkommunisten, in die Städte zu bleiben. Und statt irgendwie die Partei in den Städten aufzubauen, hat man sie quasi aufs Land geschickt. Genau. Und man hat dann auch einfach zugeben müssen, dass alles ausgelöscht worden ist. Genau. Man hat dann die ganzen Gremien, die nur in Shanghai waren, verschoben aufs Land bis zum Frühling 1933. Das Zentrum war dann im sogenannten Jiangxi-Sowjet. Und das war der Beginn dessen, dass man völlig weggekommen ist von der proletarischen Revolution hin zum Kampf in einer Art einer Guerilla-Bauernarmee und hat einfach völlig die proletarische Basis der Kommunistischen Partei Chinas zerstört und war damit erst die Grundlage, dass der Sieg von Mao und der Volksbefreiungsarmee überhaupt so stattfinden hat können. Der Sieg in Anführungszeichen ist auf der völligen Zerstörung und der Niederlage der Revolution in China 1927 durch zuerst total opportunistische und dann eine völlig ultralinke Politik basiert. 6 Jahre dieser roten Gewerkschaften und dieser roten Armee-Rekrutierung waren 6 Jahre städtische Impotenz der Politik und man hat es einfach nichts mehr gegeben. So, dass sogar die Kuomintang, die 1934 Verhaftungen in die Städte machen, wollte sagen müssen, es gibt in Shanghai keine kommunistischen Aktivitäten mehr, wir wissen nicht, wen wir verhaften sollen. Danke.